Hallo und Servus aus Tirol und herzlich willkommen zu meinem heutigen Esel-Spezial, in dem ich euch 5 auserwählte Eselrassen näher vorstellen möchte. Das Ganze ist nicht primär als Schönheitshörnchen gedacht, sondern soll vielmehr dazu dienen, eine Lanze für diese liebenswerten Langohren zu brechen. Auf dem 5. Platz möchte ich den Hausesel im Allgemeinen vorstellen, denn auch er wird oft wie eine Rasse als Hausesel mittelgroß eingeteilt. Der Hausesel im Allgemeinen ist ein ungemein genügsames, nützliches und freundliches Tier. Dass er einen so schlechten Ruf hat, hat er definitiv nicht verdient. Im Schatten der Pferde haben Esel tausende von Jahren lang der Menschheit gedient, schwere Lasten getragen, unglaublich viel ausgehalten, sind mit der kargsten Futterkost ausgekommen und haben sich dabei noch so manche Misshandlung gefallen lassen müssen. In vielen ärmeren Ländern ist es leider auch heute noch so, aber bei uns in Mitteleuropa wollen wir die Esel ein bisschen besser behandeln. Man findet den mittelgroßen Hausesel in vielen verschiedenen Farben. Braun ist die zweithäufigste neben Grau. Dann kommen relativ häufig auch noch Rappen vor, sind also schwarze Esel, und Schecken sind auch ziemlich beliebt. Die Schecken findet man beim Hausesel in den unterschiedlichsten Varianten und es gibt verschiedene Gene, die zu einem Scheckmuster führen. Dieser Esel hier zum Beispiel hat vor allem an den Beinen und im Gesicht weiße Abzeichen. Als farbliche Rarität dürfen beim Hausesel sicherlich die Apfelschimmel gelten, welche kreisrunde Flecken auf hellem Grund zeigen. Manche Schimmelesel sind aber auch fast vollständig weiß, vor allem wenn sie schon etwas älter sind. Besonders häufig sind Esel mit Apfelschimmelzeichnung, zum Beispiel im Süden Spaniens, wo man sie bei der Rasse des andalusischen Rieseneselers oft findet. Europas seltenste Eselrasse, die noch existiert, dürfte sicherlich momentan der Thüringer Waldesel sein. Der Thüringer Waldesel kommt aus dem gleichnamigen deutschen Bundesland, also Thüringen, und er wurde früher dort auch als Müller-Esel bezeichnet, denn es waren vor allem die Müller, die diese zähen, kleinen und widerstandsfähigen Esel züchteten. Ein typischer Thüringer Waldesel sieht noch recht ursprünglich aus, er hat zum Beispiel auch eine deutliche Zebrastreifung an den Beinen zu eigen. Hinzu kommt ein graues Fell mit einem schwarzen Schulterkreuz. Das Besondere am Thüringer Waldesel ist sicherlich seine Robustheit. Esel kommen eigentlich aus recht warmen, trockenen Klimaten und fühlen sich in den europäischen Wintern, ja zumindest in den nordischen, nicht sehr wohl. Dass ihnen der Schnee aber nicht viel ausmacht, beweisen diese beiden Exemplare. Sie sind gerade unterwegs zu einem eisigen Bach, um zu trinken. Wahnsinn, ganz schön abgehärtet. Normalerweise würde man das einem Esel nicht zumuten als gewissenhafter Besitzer. Diese beiden sind aber daran gewöhnt und es wäre wirklich schade, wenn diese Eselpopulation aussterben würde, die sich so gut an das raue Thüringer Klima angepasst hat. Erst in den letzten Jahrzehnten wurde man verstärkt darauf aufmerksam, dass der Thüringer Waldesel im Aussterben begriffen ist und hat ein Rettungsprojekt gestartet. Allen voran der Zoopark Erfurt, der sich sehr um die Erhaltungszucht des Thüringer Waldesels bemüht hat. Die beiden folgen ihrem alten Pfad nun wieder zurück zum Stall, wo schon das duftende Heu auf sie wartet. Wahnsinn! Ich habe da gerade 2% des Weltbestandes des Thüringer Waldesels gefilmt. Man schätzt, dass es aktuell nur noch 100 Tiere gibt. Auf Platz 3 meiner schönsten Eselrassen findet sich der französische Boitou-Esel. Boitou-Esel zählen zur Gruppe der Riesenesel und sind somit eine der größten Eselrassen weltweit. Das Hauptmerkmal dieser Rasse ist aber sicherlich das lange, zottelige Fell, das an einigen Stellen verfilzt und dann plattenartig herabhängt. Man könnte es fast mit Dreads vergleichen.
Der Boitu-Esel ist deswegen so groß und kräftig, weil man ihn früher vor allem für die Kreuzung eingesetzt hat. Man kreuzte ihn mit Pferdestuten, um besonders große und arbeitswillige Maultiere zu erhalten. Heute ist er vor allem ein Attraktionstier, taugt aber zum Beispiel auch zum Reiten, während viele andere Eselrassen eigentlich zu klein sind, um einen erwachsenen Menschen zu tragen. Auch wenn ihr Name etwas anderes vermuten lässt, auch die irischen Hausesel sind eine französische Rasse. Auf Irland kennt man diese Rasse nicht, beziehungsweise werden gescheckte Esel dort nicht wie eine eigene Rasse behandelt, sehr wohl aber in Frankreich und im deutschsprachigen Raum. Warum sich für die rein gezüchteten Populationen gescheckter Hausesel die Bezeichnung irischer Hausesel in Frankreich, Deutschland und Österreich eingebürgert hat, ist bis heute ungeklärt, ist aber im Grunde auch egal. Fest steht, dass die irischen Hausesel einfach wunderschön sind. Jedes einzelne Tier zeigt ein völlig individuelles Scheckmuster. Wie es auch bei Pferden und Kühen der Fall ist, sind auch die gescheckten Esel immer farbig mit weißen Flecken, denn die weißen Flecken werden von einer Pigmentstörung verursacht. Als Grundfarbe kommt am häufigsten braun vor, es gibt die irischen Hausesel aber auch in Grau oder Schwarz. Dass Esel auch den Bassgang beherrschen, beweist dieses Fohlen eindrücklich. Es gehört zum Eseladel erster Güte, es zählt zur Rasse des österreich-ungarischen Albino-Esel, besser bekannt als Barockesel. Wie der Name schon verrät, kennt man diese Esel seit dem Zeitalter des Barock. Damals waren weiße Tiere sehr beliebt, weil sie als Symbol für das Licht galten. Besonders der Adel in Österreich und Ungarn, die beiden Länder gehörten damals noch zusammen, erfreute sich an den weißen Eseln mit den blauen Augen. So, genug gewälzt. Nun steht diese Barockeselstute auf, schüttelt sich noch den Staub aus dem Fell und ist vollauf zufrieden. Das Wälzen ist nicht nur ein Zeichen für Wohlbefinden, es dient auch der Körperpflege, ganz gleich wie beim Pferd. Verkrustungen werden aus dem Fell entfernt und Parasiten. Richtige Albinos im klassischen Sinn sind diese Esel eigentlich nicht. Es handelt sich dabei vielmehr um Cremellos oder Ludinos. Wenn man genau hinsieht, erkennt man auch, dass das Fell nicht wirklich weiß ist, sondern eher cremefarben bis gelbstichig. Trotzdem haben diese Esel sehr wenig Farbpigment und sind deswegen zum Beispiel auch sonnenempfindlicher als andere Eselrassen. Schatten sollte ihnen deswegen immer zur Verfügung stehen. Ansonsten sind die Barockesel genau gleich wie andere Eselrassen zu behandeln. Obwohl seit Jahrhunderten bekannt, wurden die weißen Barockesel zu keiner Zeit ihrer Geschichte übermäßig populär. Ihre Zahl war immer eher gering und ist es auch bis heute geblieben. Bis vor kurzem galt die Rasse noch als Randpopulation des gewöhnlichen Hausesels. Dank einiger Zoos, Tiergärten und auch Naturschutzgebiete, in denen diese Esel zur Beweidung eingesetzt werden, gibt es jetzt aber eine gezielte Herdbuchzucht und die weißen Barockesel werden endlich wie eine eigene Rasse behandelt, auch wenn sie offiziell noch nicht überall anerkannt sind. Mit ihren himmelblauen Augen wirken die Barockesel ein wenig, als wären sie nicht von dieser Welt. Sie sind besonders gut dazu geeignet, Menschen für Esel zu begeistern, die mit den Langohren ansonsten nicht viel am Hut haben. Ich danke euch fürs Zuschauen
Und wenn ihr auch Esel habt, dann berichtet mir doch davon und überhaupt freue ich mich auf eure Kommentare.